Hallo und willkommen zurück zu Danganronpa Trigger Happy Havoc. In der letzten Folge haben wir den Crash Trial beendet und haben Mukuro umgebracht und wurden dafür ordentlich bestraft, indem gar nichts passiert ist, denn wir haben überlebt. Und dank alter Ego, der irgendwie in der Schule drin ist, vernetzt, dank Netzwerk und so, hat ein Virus hochgeladen. Und ja, Monokuma ist ein bisschen sauer. Aber wir sind jetzt irgendwo in der Schule und wir haben keine Ahnung wo. Aber hey. Das werden wir gleich noch heraus. Wir sind in der ersten Folge! Das kenne ich! Aus der ersten Folge. Hi! Ja, und Patrick ist auch hier. Weil er hat die letzten Tage Danganronpa 1 gestreamt. Und jetzt will er sich über mich lustig machen. Ja, weil ich es innerhalb von 4 Tagen durchgespielt habe. Ja. Weil er verrückt ist. Ich habe echt zu viel Zeit. Und das auch. It brings in top students from every field imaginable. A government-funded school of privilege. Ja, government-funded ja wohl nicht mehr so wirklich, aber gut. Das wird da verstehen, Makoto. They say that if you come here and manage to graduate, you'll be set for life. Das, The thousands of years of tradition, it sends the cream of the crop into the workforce every year. Sind wir wirklich wieder beim Intro? Hat das nicht dort auch gesagt? Ich sag's doch! It was built to raise hope in the nation's future, which makes Hope's Peak a pretty fitting name. Ich glaube, das ist das wirklich der gleiche Text, den er am Anfang gesagt hat. Ich sag's nicht einfach so! There are two things you need to attend this school. One, you have to already be attending high school. Two, you have to be the very best at what you do. Willkommen in der ersten Folge. Tatsächlich. No ordinary student could enroll here. The only way in is if you're scouted by the school itself. And standing there at the gate of the ultimate school filled with the ultimate students, was me. Tut mir leid, das war wahrscheinlich ein falscher Speicherstand. Ich mach lad nochmal neu. Punkt, 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 Punkt. Punkt, 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 Punkt. Ja? What? Where am I? I woke up with my head resting on top of a hard wooden desk. My body felt heavy. It wouldn't be weird for me to zonk off in the middle of some boring class or whatever, but what was I doing asleep here just now? It wasn't any class I'd been in before. What the heck is going on? Das ist eine gute Frage. Danganronpa, die Zusammenfassung. Was zuvor geschah? Das ist nicht mehr was zuvor geschah. Finally! Finally! Makoto has come back! I could finally feel my mind and body start to come back together again. And then... Oh, guck mal, da rechts ist ein Modul, guck mal. I was awake. Or was this just another dream? A dream inside a hopeless nightmare. Ach, so Poet Makoto. No, this isn't a dream. I could tell because the stench invading my nostrils was too powerful for a dream. What an awful smell. Guck grad durch die Überbleibsel. Außer das Monokuma-Ding sticht da nicht wirklich was heraus. Schade. I was in a vast dark cavern with the barest hint of light seeping in. Trash was piled high all across the area. Nicht Arena. It's keine Arena. This must be some kind of underground garbage pit. A heck of a situation to find myself in. Ja, gut, Makoto, dass du gerade den Tod von der Schippe gesprungen bist, ignorieren wir auch mal. But that was just the beginning of my problems. I was going to be stuck in there till I wasted away and died. Aber das war eine Frage. No, I can't let it happen. Not after what my good friend went through to save me. No. Wen meinte Kyoko? Nein, er meint Alter Ego. Ah. Ja, das ist aber nett, Makoto. Kannst du dich überhaupt noch an den Class Trial erinnern? Ja, klar. Was hat bitte Kyoko für dich getan? Ja, ich wusste nicht, dass Makoto Alter Ego schon als mein guter Freund bezeichnen würde.
I remembered das all too well. Warte mal. Er hat ihn nur als Freund bezeichnet. Nur als Freund. Because we are friends. Alter Ego dann. Friends? Ah, oh, danke. Oh, das ist aber gut. Jetzt bin ich noch stärker drauf. Wow, go, go, go. Ja, aber was war bitte nach der Exekution von Alter Ego? Danach war er da auch gesagt, my good friend. Echt, kann ich mich nicht mehr erinnern. I remembered all too well what had happened. Alter Ego saved me. And he used up the last bit of his strength to do it. Wirklich? Also ich meine, so ein Virus, ne, also... Definitiv wird Monokuma jetzt dagegen was unternehmen, aber ich glaube nicht, dass er jetzt, also so von der Logik eines Virus, tot sein sollte. Aber gut. Möchte sich dann eigentlich Alter Ego vermehren? Weil das Ziel eines Virus ist ja eigentlich, dass er sich vermehrt. Ich glaube, der ist zufrieden, was da gerade ist. So I can't give up now. For myself and for my friend. And with that, my pursuit of survival began. First up was to start looking for a way out of here. Okay. Ja, okay. Das ist, Guck ich mal das offensichtlich an. That's a rocket and a tank! Ah! Also, Panzer, keine Ahnung woher, aber die Rakete, die, an der erinnere ich mich. Tust du? Ja, das ist die allererste Punishment, die noch am Anfang des Spiels gezeigt wird, das Blast auf. Cool, dass du dich dran erinnerst. Ich muss das in deiner Folge nachgucken. I'd better not think too much about what I'm seeing down here. Ja, das sind wahrscheinlich Überbleibsel von vergangenen Punishments. Das ist wahrscheinlich. Is that an airplane? How something like that wind up in the school's garbage pit? Wieso stellst du dich eigentlich auf diese Frage, Makota? Also, ich meine, das recht, war erstens, von Punishment. Erstens, ja, nicht aus diesem Fall. Ich gehe mal davon aus, dass wegen dem Intro, dass hier Monokuma schon öfters mal Punishments gemacht hat. Aber du wunderst dich nicht, dass hier eine fucking Rakete drin ist, aber ein Flugzeug, wie kann das hier reinkommen? Rakete ist ganz normal für eine Müllhalde in der Schule. This is a desk. And it's probably the one that fell down here with me. Also, ja, klar. Ja. Das kann ich noch angucken? Also, das habe ich auch. Die Tür. Ja, das Offensichtlichste. Ich dachte, ich hätte noch irgendwas Cooles zu sehen. It's locked. Warte. No matter how many times I pushed or pulled or kicked at it, it didn't budge. Getting out of here isn't gonna be that easy. Well, if I'm not getting out of here anytime soon, I decided to look around for some food. Lecker. There's plenty of food here, but it's all rotten. But that was pointless too. Das habe ich mir schon gedacht. Next, I searched for some water. How can I be sure which liquids I can drink? Which one's an all-round bad idea? Again, pointless. I feel like I'm blocked in on all sides. Tja. Wenn es doch bloß eine Person geben würde, die jedes Schloss aufknacken könnte. But it's still not enough reason to give up, because I'm still alive. Ja. As long as I'm alive, I'll never give up. After making that proud declaration, the next thing I decided to do was go to sleep. My sleep was deep and uninterrupted. That was my only way to preserve what little strength I had left, after not being able to eat or drink. I can't be sure, but I think at least a full day I had to have passed. And all I did was sleep and sleep. It was like I was waiting for some kind of sign to come falling out of the sky. However, what fell from the sky wasn't a sign, not exactly. Ow. Müll. What the? A strange sound pierced my silent isolation, jarring me awake. As I watched a pile of garbage jostled and formed an odd shape. Did something fall down over there? Something fell from up above. What could it have been? Mal gucken. Did a giant piece of trash just fall down here?
I carefully stretched my hand out on top of out toward whatever it was that had tumbled down here with me. Just a second. Again, a giant piece of trash? Rude. Okay, that's before she even emerged from the pile of garbage, I knew who it was. It smells awful. This place smells awful. Entschuldigung, dass ich drüber gelacht habe. Das ist aber. Gut, dass ich es gecallt habe. Kyoko! Indeed. You look like you're doing better than I expected. Ja, ne, wenn man nur schläft. What are you doing here? Isn't it obvious? Here to help you. Also, ich kann dir das Schloss. Ich habe eine Frage. Also, wir haben ja gerade hier drin geschlafen. Ja. Sehr ungemütlich, muss ich sagen. Wollen wir nicht in unseren Räumen schlafen? Ja, aber wie sehr interessieren uns noch die Regeln? Ich meine ja nur. Also, ich würde sagen, ja, weil gehört ja nicht zu dem Dorm. Wobei, müsste nicht irgendwie der Trash Compactor. Es ist bei den Dorms, aber nicht in unseren Räumen. Und wir müssen in unseren Räumen schlafen. Das ist die Regel. Okay. Ah, okay. Aber gut, Kyoko hat auch nicht in ihrem Raum geschlafen. Gut, sie hat einen Weg gefunden, wo sie schlafen kann, ohne dass Monokuma das mitbekommt. Aber wir sind sowieso am Arsch, von daher. Stimmt, warte mal, hier ist ja auch keine Kamera. Von daher. Ja, stimmt, Monokuma weiß gar nicht, dass sie. Wir haben überhaupt gar nicht hier geschlafen, Monokuma. Guck dir gar nicht das Display an. I'm glad to hear that, Kyoko. You've got a bit of garbage on your hair. Sieht klasse aus. Gefällt mir. Dein neuer Stil echt perfekt. Hm. Danke für diesen Dialog. She gave her head a quick, sharp shake to get rid of the trash, then faced me again. Hey. First, I have something for you. Ah, wäre doch nicht nötig gewesen. Go ahead. Achso. Ja, das sagt Mokoto. Los, ist es. Ich brauch es nicht. Ich hab geschlafen. Go ahead, I need it. We can talk once you're finished. Ausrufezeichen. Thank you. I snatched the bread and water that she was holding out for me. Within seconds, it was in my mouth and making its way toward my stomach. Phew, that really hit the spot. Da, so im Magen, weißt du, da so, da, genau den Punkt, boah. Now I've got all the energy I need to keep going. So, you still haven't given up, man? Ich lebe noch, Bruder. Of course not. After all, the fact that I can keep going forward is about all I'm good at. Und ich weiß, dass es eine Person gibt, die hier jedes Schloss knacken kann, damit ich auch hier rauskommen kann. Also, super. Gut. Und ich habe gehofft, dass ihr wüsstet, dass ich nicht tot bin. Aber. Well, that's not such a bad thing to be good at. Das glaube ich auch nicht. Also lieber dann so ein Wahrsager zu sein, ist dann eher schlechter. Hey, Kyoko. But Kyoko, why'd you come to rescue me? So... To pay a debt? Or not to atone? Atone? You. During the trial, even though you knew I was lying, you didn't say anything. Rein technisch gesehen, aber gut, das ignorieren wir mal. Das war in meinen Gedanken. Laut Spiel war es wirklich in deinen Gedanken. So, you knew that I knew. That you knew that I knew that you knew that I knew. Und so weiter. Indeed. But even though I knew, I did nothing to help you. Na, was willst du auch helfen? Wie auffällig wär's dann, wenn du auf einmal sagst, es war Monokuma! Und es war Byakuya! Nee, es war doch you! Ich hab keine Ahnung, wer es war. Sie musste sich ja selbst schützen, ne? Hat's ja gesagt. Sie darf nicht sterben.
Deswegen, aber... Was ich mich jetzt frage, so von der Logik her. Monokuma muss doch den Mord gesehen haben, um zu wissen, wer der Schuldige ist. Ja. Dadurch, dass... halt gesagt wurde, dass Makoto der Schuldige ist. Ne? Ist er, was wir ja selbst nicht wussten, weil wir ja unser Fiebertraum hatten. Haben wir ja doch dann die anderen gerettet und das ist doch das, was wir eigentlich machen wollten im Cholesterol. Den Mörder finden. Und den haben wir gefunden. Bei uns. Bei wir. Ja, wir haben dann die Person umgebracht. Ja, also. Weiß ich nicht, was Kyoko da machen wollte. Also, was wir hätten auch anders machen können. Denn so von der Person umgebracht haben. So von der Logik her, hätten wir dann wirklich gesagt, dass sie lügt. Na, abgesehen vom schlechten Ende. Dann würde wir alle dran hebeln und dann würde sagen, ey, Kyoko war's doch nicht. Makoto dürfte die Schule verlassen und alle anderen sind tot. Ja. Also, ey, Kyoko, brauchst nichts sagen, ne? War alles calculated. Ja, hab ich alles gewusst und gerechnet und boah. Ja, yeah, Genius. I abandoned you. Naja, du hast angefangen, mich zu beschuldigen. Das war schon richtig arschig, ja? Also, das muss ich schon sagen, ne? So, wir waren das Dream Team bis jetzt und jetzt muss ich mit Bianca erstmal hier die ganze Investigation machen und dann fällt's mir auch noch in den Rücken. Das war schon scheiße. Don't say that, you didn't abandon me. Natürlich sagt das Makoto nicht. Das ist viel zu nett, da können wir nicht mal so eine Katze töten. Exactly what I did. I abandoned you. In order to save my life. Ja, aber... Und die, das, der anderen. You were there trying to save me. And I couldn't bring myself to do the same for you. However. But listen. Not that I'm trying to make excuses, but there was a reason that I had to survive, no matter the cost. Reaction! Why did you have to survive? It's true. I'll tell you. I'll tell you everything. Okay, ich bin gespannt. Ich hol mal das Popcorn raus, so. Fang an! The reason I have to survive. In other words. So I can do what I came to do. What I came to this school to do. What? I made up my mind to come to Hope's Peak Academy for one very important reason. So you have some reason for coming to Hope's Peak? Nein. Überhaupt nicht. Sie ist einfach nur hier, weil er gerade Zeit hatte. That's right. At least I did. Once. Once? I... Until recently, I'd forgotten what it was. Oh, sie hatte wirklich Amnesie. You forgot, but that's... I had no memory of what my purpose was. No memory? That's impossible! Amnesia? Okay. Nimm du auch noch, Hina! Ich bleib definitiv bei Byakuya! Ja, natürlich. Und Monokuma, das sind zwei, die ich definitiv fragen möchte. Natürlich. Hiro kannst du gerne haben. Und Toga auch. Ich werde sehr viel Spaß haben. Wobei, meine Hiro-Synchronisation ist schon klasse. Passt zu ihm. Ben, ich hätte auch noch passen. Then, is it really true? You lost your memory? Makoto. Do you remember, Makoto? Ja. Do you remember the first thing that happened to each of us as soon as we arrived at the school? Ja, wie vielen in Ohnmacht und wurden irgendwo in der Schule wach. The first thing? You're talking about when we fainted, right? I fainted? And when I woke up, I was trapped here.
That's right. I fainted too. And when I woke up, I noticed a strange feeling of separation within myself. A disconnect. Hmm. Okay. Thinking back on it now, at that point, my memory was gone. At that time, I'd forgotten. Hmm. I couldn't remember why I'd come to the school and why I couldn't remember what my ultimate ability was. But what would make you forget all that? Denn die beste Frage ist doch, in was ist sie jetzt die Ultimate? Mein Gott, das ist eine Frage, die ich mir schon seitdem ich sie zum ersten Mal gesehen habe, stelle. Hey. Strange, isn't it? It's hard to imagine it happened by chance. It seems much too convenient. Nicht nur das, du bist die Einzige, die keine Erinnerung hat. Bei den anderen ist halt die Erinnerung noch da. Das heißt, du musst ja irgendwie was total Besonderes sein, wenn du auf einmal, wo du von der Schule kommst, keine Erinnerung mehr hast. So. Meine Meinung nach. So, fast auf den Mukuru Ikusaba, the 16th student on the of Hope Speak, the ultimate despair, hiding around somewhere in the school. Watch out for her. Damit sage ich tschüss, bis nächstes Mal und auf Wiedersehen.